Hallo und herzlich willkommen bei Robert, der Gartenbauer, Tipps für Gartengestaltung. Und unsere Pflanze der Woche ist heute der Feldahorn, Acer campestre. Acer bedeutet auf Deutsch übersetzt Ahorn und campestre feldbewohnend. Der Feldahorn ist ein Laubgehölz, welches man häufig und gerne auf Feldern wiederfindet, wie der Name schon sagt. Der Feldahorn wird gerne auch als frei wachsende Hecke oder Knicks für oder für sogar für Pioniergehölze verwendet, weil der Feldahorn ein Gehölz ist, welches sich schnell und einfach vermehren kann. Ein Weichgehölz, was schnellen Raum einnimmt, um eben Flächen zu bedecken. Der Feldahorn kann eine maximale Höhe von 20 Metern erreichen und ungefähr 15 Meter breit werden. Der Feldahorn ist an sich ein Gehölz, was sehr schnittverträglich ist und kann demzufolge auch gerne stark und kräftig zurückgeschnitten werden. Hier kann man also wenig falsch machen bei dem Gehölz und das Holz ist leider daher auch nicht als Kaminholz zu gebrauchen, eben aufgrund, dass es ein Weichgehölz ist. Der Feldahorn ist eine Pflanze, welches mit der Familie Seifenbaumgewächse zugeordnet wird. Und es gibt allgemein sehr viele Ahörner, zu denen ich auch mehrere Videos machen werde. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns auf meine nächste Pflanze der Woche.